Einen schönen guten Mittag wünsche ich euch, Madame Minister, der Damen und Herren von Research Luxemburg, für allem aber den Vertreter von der Presse, zu dieser Pressekonferenz über das Large-Scale-Testing, wo wir von einer ersten Phase und einer zweiten Phase gehen, wo wir kurz wollen zurückgucken auf die erste Phase und aber natürlich auch schon gucken, was die zweite Phase als verspricht. Ich will für alle Richter aber noch streichen, was fragen muss, dass die Lützebäuer Forscher Gemeinschaft engagiert wird. Und wie dankbar, dass wir sind für den Engagement und erwägen muss, dass den als auch auf ganz viele Plätzen an den letzten Monaten geholfen wird. Wir wissen, dass wir in einer emolischen Situation waren, eigentlich noch immer sind, und wie für rund sechs Monate doch immer die akute Phase von der Covid-Krise angefangen hat, waren wir dankbar. Wir, politische Decideure, ich meine, Akteure aus dem Gesundheitsbereich, jüderien eigentlich für all gute Mann, die wir konnten kriegen, weil vieles wussten wir noch nicht, vieles haben wir noch nicht richtig verstanden und gab ja eigentlich kein Präzedenz in dem Sinn, wo wir hätten können, so und da inspirieren wir uns darum, die haben dort genau die dort Situation gehabt und die haben dort so gemacht und das ist gut ausgegangen, das dort ist nicht gut ausgegangen. Und dafür wäret, und das mängisch gilt nicht nur für die Forschergemeinschaft, das gilt für die ganze Lützebäuer Gesellschaft, mehr ganz spezifisch eben Doktoren von der Lützebäuer Forschung, die da ganz schnell die Initiative geholt haben, an eine Taskforce gegründet haben, für mit ihrem Wissen, mit ihren Kompetenzen hier zur Verfügung zu stehen und eben zu gucken, eine Orientation zu geben, wie wir mit der Situation am besten können ins gehen. Und dafür ganz, ganz große Merci und all die Akteure aus Research, Food Research Luxemburg, der Uni Lützeburg, ganz besonders dem Luxemburg Center of Systems Biomedicine, mehr aber auch dem Luxemburg Institute of Health, dem LIH, dem Luxemburg Institute of Science and Technology, dem LIS, dem Luxemburg Institute of Socioeconomic Research, dem LISER, dem Fonds National de la Recherche, dem Laboratoire National de la Santé, dem ich auch merci so, dass wir die Pressekonferenz heute können auf der heute Platz, mehr noch Lux Innovation. Sie alle guten haben mit ihren Fachleitern, ihren Kompetenzen, an ihrem Wissen, an ihrer Erfahrung heute kontribuiert, für ganz schnell auch können eine gewisse Orientation zu gehen, bis hin zu ganz konkreten Projekten, wie eben dem Large-Scale-Testing, die von der Idee bis zur Exekution, also an der ersten Phase, an der Handlung von der Forscher-Taskforce, wirklich ein ganz großes Merci für den dort exemplarischen Engagement. Was mich als Forschungsminister immens gefreut hat, auch das als die Kollaboration. Die Kollaboration zwischen den einzelnen Akteuren, da, wenn ich ehrlich bin, wo ein so heiß dort Gefühl hat, jeder muss sich einfach mal überwinden, für mit einem Forscher aus einem anderen Institut dann nochmal etwas zusammen zu machen. Das ist noch nicht immer die Regel, schon mal groß progressieren, was die Zusammenarbeit an einzelnen Domänen gemacht hat am Laufe der letzten Jahre. So war das selbstverständlich. Vom Anfang an, wir haben einfach alle gut verstanden, dass wir nicht mehr eine Chance haben, wenn wir zusammen hier das Beste machen, wenn wir zusammen hier als Forscher zusammen lehnen und zusammen und engem Strang zeigen. Und ich hoffe, dass das etwas von dem ist, auch noch ganz viele andere Sachen, mit das etwas von dem ist, was wir auch außer nur der Covid-Zeit auch einfach beherzigen, aber was wir mit rüberholen, da nur an einem normalen Funktionament ran. Forscher Taskforce stung sowohl der Regierung zur Seite, hat aber ganz viel Einzelprojekte, auch lanciert, Forschungsprojekte lanciert, die auch ganz schnell zum Teil auch echte Erkenntnisse artikuliert haben, auch bei politischen Decideuren, bei Gesundheitsdecideuren, und die den Debatt Politik, Mensch, auch da mal da, an den Debatt Publik da mal da unterstützt haben und dafür immens wertvoll waren. Ich will euch ein paar von den Initiativen hier vielleicht ein kurz im Reis, in Engitude zum Beispiel gemacht oder mit partizipiert für Risikofaktoren für einen schweren Verlauf von einer Covid-Infektion können zu detektieren. Dann hat das die Prävalenz zu müssen an der Lützebäuer Gesellschaft, wie präsent ist der Virus, wo ist er, mehr oder minder präsent.
aber auch gouf partizipéiert, zum Beispiel bei der Etude Discovery und therapeutischen Ausäzer, doch die wolle wärmert aufgedeckt, dann hun auch Forscher hier aus dem Land mit partizipéiert, da wäre ganz, ganz noch drin. Bis hin zu ganz anderen Aspekten, ist da zum Beispiel die sozioökonomischen Aspekte von der Krise, was die Auswirkungen im sozioökonomischen sind, ob Gesellschaft, ob die Leute, ob die Unternehmen, ob der Sozialstaat, alles das, geguckt. Mehr aber natürlich auch, und das haben wir alle gut, zu einem gewissen Moment natürlich gemerkt, Aspekte wie Versorgungsketten, ja, alles das, was für uns selbstverständlich ist, dass wenn wir an den Supermarkt gehen und alles davon haben, weil der Krisensituation immer nicht mehr so selbstverständlich ist, und wie das hier kein impactiert sind, ich wäre ganz dankbar, muss ich sagen, als Edukationsminister für die Hilfe, die man auch von der Forschungstaskforce kriegt, für die Analyse zu machen, die Rapportanalyse über die Covid-19 an den Schulen, aber bei den Jungen. Und ich meine, dass wir mal optimistisch für einen engen Rentrée von den neuen Stehen an den Schulen, dann ist das auch zum Teil der Merit von all den Leuten, die da kontribuiert haben, für zu sagen, was hätten wir an der Schule, aber bei den Jungen. Aber wie muss man es weiterhin abstellen, dass man da auch den Covid-19 kontrolliert können kriegen? Den Fonds National de la Recherche hat ganz schnell auch die Initiative geholfen, für einen Appell zu lancieren, für zwei spezifische Appelle rund um den Covid-19 zu lancieren. Und da hat man eigentlich auch die Message zu gehen, aktiviert. Ihr schon alle Forscherequipen hier am Land und alle Institute dafür zu sagen, hey, wir finanzieren mit, und wir hätten eigentlich auch logieren, dass jeder in Dose so schnell wie möglich geht aktivieren. Da werden 51 Projekte ausgewählt, die dann noch finanziert werden, mit einer gesamten Enveloppe von 2,64 Millionen Euro. Das auch noch ein Kehr weist, wie schnell man auch auf dem Doten Niveau zu Lützburg können reagieren, wann dann es wirklich notwendig ist. Ich meine, sprach ich auch die Modellisationen, auch Projektionen von Entwicklungen vom Virus an der Lützburger Gesellschaft nicht weiter vorzustellen, die ja auch den Debat publik mit stark animiert, wo die Hauptstrebs gegangen ist, für darüber wirksam zu machen, ob was für eine Decision ich muss aufpassen, wo es brenzlig geht, wo es vielleicht bedenkenlos ist, und ab wen ich wirklich muss gucken, vielleicht im Einkehr mehr vorsichtig zu gehen. Das war auch ein Punkt, den sowohl ich meine, innovativer auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer ja, dafür, weil sowohl bei den politischen Decideuren wie aber auch beim Publikum zufrieden gestaltet wird, weil das natürlich jederin auch ganz stark interessiert wird. In dem Forschungsprojekt, wo ich am meisten Frauen dazu gestaltet habe, und das war der Nivertofässer vom List. Wie ist es möglich, dass man die Verbreitung von so einem Virus doch über den toten Weg können müssen und dann eigentlich nur Konklusionen daraus ziehen, wo der Virus ist, wie präsent nach ist, wie er sich entwickelt, ob er mehr präsent oder minder präsent ging. Also, das weist eigentlich auch, und du meinst, ich hätte für 6 Monate keinen Drop gewettet, über den toten Weg wichtige Informationen könnte rausziehen, die also an so enger Krise wie der heute könnten helfen. Mir auch das, als hier geschieht, dann geschieht lo nach regelmäßig. Dann aber, und das ist ja manchmal auch mittlerweile über die Grenze vom Land, aber gewusst, dass man aufgrund von dem Vorschlag von einem Large-Scale-Testing heute zu Lützburg getestet haben, par rapport zur Avonazul, par rapport zu den Leuten, die auch hier schaffen, weil die Mat da konsideriert, gehen wie eigentlich auch keinem anderen Land, respektive keiner anderen Region. Und das war ja auch eine Idee, die ganz frei geboren ging als von der Forscher-Taskforce, die tun hier weh, auch an Politik von dort, die wir budgetär unterstützt haben, an einer ersten Phase, und mittlerweile dann ja auch eine zweite Phase bereit, als für dort Relief zu überholen. Das und geht nach immer darum, für einen Überblick von der epidemiologischen Situation am Land zu halten und zu wissen, wo der Virus ist, was für ein Wert das durch die Population sich da wo mehr oder minder stark auch vertreten ist, für darauf sind natürlich auch können, Konklusionen zu ziehen, auch vielleicht politische Sanitärdecisionen zu holen. Es geht ganz konkret natürlich auch darum, Infektionsketten zu bremsen. Und das man näher wie den Projekt doch einfach schnell lanciert, ging das,
ist mir eigentlich auch ein Zeichen, wie Lützeburg probiert hat, auf die Covid-19 zu reagieren, nämlich für alle auch da zu summen. Nicht nur an einem Domain von der Forschung zu summen zu schaffen, aber auch hier auf Regierungsniveau an all die, die irgendwie konnten, helfen, haben geholfen. Und dafür ist es doch so, dass an der ersten Phase der Large-Scale-Testing eben unter der Responsabilität von der Forschung gefallen ist. Und geguckt gehen, als mit denen Akteuren, die Kompetenz und an die Wissen und der Tote können zu stemmen, an den einzelnen Aspekten auch davon, dass die das gemacht haben, über den LIH, aber immer im ganz eng vernetzt mit ganz vielen anderen, Akteuren. Das hat sicherlich auch dazu geführt, dass der Virus mehr stärker bremst gehen, als welche Infektionsketten da einfach in der Brach gehen sind. Und dass man aber auch viel echter ein Bild hatten von der Situation von Covid-19 bei der Population. Und so in den letzten Wochen hatte ich so ein bisschen die Impression, wenn ich ja aber die Diskussion zu Lützeburg pursuiviert habe, dann an anderen Ländern pursuiviert habe, wir wussten, wir haben eigentlich das gesehen, was schon das war. Und andere waren wahrscheinlich auch auf anderen Plätzen, und sie wussten nicht, und sie konnten nicht darüber reagieren. Und dafür hatten wir auch eine Reihe von Informationen, dass wir möglichst schnell auch konnten auf die neue Situation, die sich dann am Anfang von den Sommerwochen bemerkbar gemacht hat, konnten da reagieren. Denn volle Forschung am Large-Scale-Testing, ja, ich denke, dass das Projekt aus sich ganz interessant wäre, wahrscheinlich auch noch wird weiter gedroht gehen, ja, an dem die Erfahrungen, die hier gemacht konnte gehen, auch international wird gedeelt gehen. Ich werde mal näher, wie man das gemacht haben, aber für allem auch noch international wird gedeelt gehen, weil ganz viele Einzelforschungsprojekte auf der Basis der Donnee können gemerkt werden, die da gesammelt werden, wie so ein Virus an der Gesellschaft weitergeht. Was für eine Maßnahme da vielleicht auch besser greifen, was für ein Mann gut greifen. Und das kann uns noch immer an der jetzigen Situation helfen, weil denn der Virus ist noch immer ganz präsent, dann die Gefahr ist noch nicht rüber. Und kann natürlich aber auch für später Epidemien, Pandemien, oder neue Viren, die vielleicht noch aufkommen, ganz interessant sind. Wir kennen Diskussionen, zum Beispiel, wie sie gefordert gehen, dass Japan ganz besonders gut an einer ersten Phase abgestellt war, weil sie Erfahrung hatte mit einem ähnlichen Virus, und sie da an die Tüte gucken gegangen sind, und gesehen haben, wie sie nicht eigentlich machen, für einen Tag relativ gut an der Gitt zu halten. Und Ähnliches ist natürlich auch hier alles möglich, aufgrund von denen Donnern, die gesammelt. Bon, Large-Scale-Testing geht es weiterhin, mit dann eben in der Autorität vom Gesundheitsministerium. Wir gehen also da den Stäfel führen. Eigentlich da, wo auch, wenn wir das erste Sicht machen, für das Virus zu bremsen, für Infektionsketten zu bremsen und zu unterbrechen, wo hier gehört, nämlich bei als Gesundheitsakteuren. Und in dem Sinn, ich hoffe mir natürlich auch von der Forscherseite aus, dass ja, hier noch ganz viele Forscherprojekte aufgrund von dem Datensatz da entstehen und dass weiterhin aber auch der Large-Scale-Testing als zu Lützeburg kann helfen, das Virus an der Gitt zu halten, also Bild zu gehen, wo drunter ist, ganz konkret Infektionen in Zukunft zu evitieren. Was für ein Erkenntnisse sich in der ersten Phase ergehen, das wollen als Professorin Nerbarsan Avilmes kurz hier skizzieren. Und ich denke, dass wir da schon einen ganz flotten Überblick kriegen über die Plus-Value vom Large-Scale-Testing an der dritten Phase. Wir haben auch ein Gefühl kriegen, was und weiteren Forschungsaktivitäten darüber nach an nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, sich kann aufbauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dann stehen wir auch gerne nur noch für Fragen zur Verfügung, gerade so wie Schüler, die nach Nummer könnten. Ja, einen schönen guten Nachmittag, sehr geehrte Frau Ministerin, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist der Tag heute, an dem Large-Scale-Testing von Research Luxemburg wieder zurückgegeben wird an das Ministerium. Für mich, das muss ich sagen, ein guter Tag, auch ein glücklicher Tag. Vor allen Dingen deswegen, weil, wie wir mittlerweile verstehen, das Large-Scale-Testing als Konzept, aber auch in der Durchführung durchaus ein Erfolg war. Wenn wir Bilanz ziehen wollen heute, dann müssen wir uns auch nochmal vor Augen führen, in welche Situation wir im April das Gesamtkonzept überhaupt angeplant haben. Damals im April war die Situation derartig, dass wir über diese Pandemie, die über das Land hinwegzog, sehr wenig wussten. Wir wussten, dass die Infektivität dieses Virus höher war
als die von Influenza. Wir wussten, dass die Sterblichkeitsrate sehr viel höher schien. Damals wurde gesprochen von zwischen 2 und 10%, je nachdem, wie viel in den entsprechenden Ländern getestet wurde. Von der Krankheitsetiologie, also von den Mechanismen, ebenso wie von Behandlungsstrategien, war sehr wenig bekannt. Und vor allen Dingen wurde sehr schnell klar, dass im Gegensatz zu allen anderen ansteckenden Krankheiten hier auch Menschen, die infiziert, aber asymptomatisch waren, durchaus ansteckend sein können. Wenn man also über eine Pandemie-Kontrolle und eine Strategie nachdenken wollte, wenn man das anplanen wollte, hieß das, was man von den klassischen Denkansätzen in Pandemie geschehen, dass man davon Abstand nehmen musste. Wir brauchten ein ganz neues Konzept und das haben wir sehr schnell gebraucht. Wir wussten, dass wir eine PCR-Teststrategie brauchten, um das Virus zu identifizieren und zu isolieren und nicht nur in den symptomatischen, aber auch in den asymptomatischen. Des Weiteren war es klar, dass bei einer derart hohen Sterblichkeitsrate wir einen extrem hohen Durchsatz brauchten. Die Idee war, dass man das unter Kontrolle bringen könnte, wenn bis zu 10% der Bevölkerung innerhalb einer Woche getestet werden könnten. Und es waren 20.000 Tests pro Tag. Wir sind sehr schnell, haben wir von der Idee Abstand genommen, dass Antikörpertests helfen können, weil Herdenimmunität war keine Option. Und das hieß dann, dass wir eine Testkapazität schaffen mussten, indem ein robustes Pooling-Protokoll für die PCR-Tests her musste. Und wir brauchten natürlich ein Front Office. Wir brauchten die Fähigkeit, diese 20.000 Menschen pro Tag auch tatsächlich testen zu können. Der Auftrag dafür, für diese Mammutaufgabe, ging ans RDH am 4. Mai. Und wir haben sofort mit Laboratoire Réunis als dem größten Analyselabor in Luxemburg einen Vertrag abgeschlossen, der Hauptelemente hatte, eine Pooling-Strategie zu entwickeln, die funktioniert, und ebenso mit den Kollegen von Ecolog diese 20.000 Tests pro Tag im Backoffice realisieren zu können. Des Weiteren wurde Ecolog unter Vertrag genommen, um tatsächlich diese operationelle Aufgabe in kürzester Zeit 17 Teststationen effektiv bewerkstelligen zu können. Und natürlich musste das ganze Testmaterial her. Und wir können uns nur zu gut erinnern, wie schwierig das war. Es gab das Bottleneck überall. Trotzdem haben wir das gemeinsam geschafft. Und ich würde jetzt gerne schon mal mit den Danksagungen beginnen, aber das würde jetzt lange dauern. Ich sehe hier sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus Ministerien, aus Instituten, von der Uni, die dabei mitgearbeitet haben. Punkt war, dass wir am 27. Mai mit Tests beginnen konnten und das RDH konnte am 11. Juni an den Ministerien berichten, dass die volle Testkapazität erreicht war. Das waren 4 Wochen. Und das Wichtige ist, dass diese Testkapazitäten dann auch tatsächlich so funktioniert haben. Das operationelle Management der ganzen Sache, das war sehr lean. Es ist wichtig, hier auch da die Namen zu nennen, explizit Jasmin Schulz vom RDH, der Stefan Toll und Philipp Jägi vom Laboratoire Réunis und André Hansen von Ecolog, die haben die gesamte Managementübersicht gemacht, die Berichterstattung an den Ministerien, den operationellen Arbeitsfluss, Kommunikation, Telefon-Helpline und die finanzielle Überwachung. Und im Gesamtfluss waren sehr viel mehr Institute und Companies beteiligt. Sie sehen hier die Hauptbeteiligten bei den Ministerien, das CTE, IGSS, LIH, Uni, Laboratoire Réunis und Ecolog und jeweils sehr viele Menschen, die da mitgearbeitet haben, Hand in Hand und extrem hoch motiviert. Die Teststrategie wurde entwickelt zusammen mit einem Scientific Advisory Board. Das war sehr hochkarätig, ist immer noch sehr hochkarätig und ich bin froh, dass die Kolleginnen und Kollegen des Scientific Advisory Boards hier auch zuhören. Die Folien sind in Englisch, ich spreche auf Deutsch, I apologize for my German butt. Andreas Keller, Professor an der Uni im Saarland, Bartha Knoppers von McGill University in Kanada, Mark Lipsitch, Professor für Epidemiologie in Harvard University, Aaron Segal vom Weizmann-Institut unter Führung von Jolie Shields hier aus Luxemburg. Und dazu wird auch Mark Lipsitch einige Worte an uns richten im Anschluss an diese Präsentation. Die Strategie war sehr einfach, proaktive Mitigierung. Das hieß, dass wir Infektionsketten früh erkennen und unterbrechen mussten. Wir hatten dazu 2 Ansätze. Auf der einen Seite wussten wir natürlich, welches Hochrisikosektoren waren, Arbeitssektoren,
wo die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung hoch war, aber auch die Wahrscheinlichkeit, wieder anzustecken. Diese Arbeitsgruppen wurden regelmäßig eingeladen, alle 2 Wochen. Und dann gab es ein maschenbasiertes Testen. Das maschenbasierte Testen hatte 2 Grundfesten. Das eine waren die Arbeitssektoren nach Nasssektoren. In diesen Sektoren wurden Maschengrößen von 5 Personen definiert. Von diesen 5 wurde in einer jeweiligen Woche immer einer getestet. Auf der anderen Seite gab es die generelle Population, da war die Maschengröße 10. Und die Maschengröße konnte variieren mit dem R-Value, also mit dem Status der Pandemie. Man hatte da einen maschenbasierten sehr guten Überblick, ein Monitoring, und daraus konnte man dann sehen, welche Sektoren eine hohe Durchseuchung aufwiesen, eine hohe Pandemierate, und konnte diese Sektoren dann nochmal getrennt einladen und gesamttesten. Aber man konnte auch erkennen, in welchen geografischen Regionen es ein höheres Aufkommen an Infektionen gab, und konnte in diesen Regionen dann gezielt jeden Haushalt einladen. Und das war sehr kooperativ mit der Kontaktverfolgung, die aufgelegt worden war. Die konkreten Zahlen: wir haben 1,5 Millionen Einladungen verschickt, 307.000 Luxemburgerinnen und Luxemburger wurden getestet, das sind 49%. Wir haben auch Grenzgänger getestet, 72.000, und die Gesamtzahl der Tests, die durchgeführt wurde, lag bei 560.000. Das sind 70% der Gesamtzahl der durchgeführten Tests. Wir haben asymptomatisch positive 781 Individuen identifiziert. Davon ausgehend, in der Kontaktverfolgung wurden 337 weitere Infizierte aufgelegt, und die Gesamtzahl an Positiven aus unserem Testverfahren beträgt 1.118. Wir können hier das Pandemiegeschehen nochmal uns anschauen. Die erste Welle mit einem Peak im März. Nachdem dann das Confinement dargestellt wurde, sind diese Zahlen sehr schnell abgefallen. Wir hatten dann im April das Deconfinement des Konstruktionssektors, dann wurden die Schulen wieder geöffnet. Und das LST stand dann am Anfang, als die Pandemie wirklich am geringsten war. Sie sehen, Mitte Juni, es gab kaum noch Infizierte in Luxemburg. Das hat sich geändert dann ab Ende Juni, Anfang April. Und zeitgleich der Peak der Pandemie, aber auch das Maximum an Tests wurde Mitte April dann aufgelegt. Wir hatten dann an verschiedenen Tagen bis zu 17.000 Tests pro Tag. Da waren wir dann an der Kapazitätsgrenze. Man kann dann schön sehen, dass mit einer Zeitverzögerung, nachdem die maximale Testkapazität erreicht war, die Zahlen an Infektionen sich stabilisiert haben und seitdem wieder abfallen. Und das ist natürlich ein Resultat einer Gesamtstrategie, das ist LST, aber auch Kontaktverfolgung, die dann sehr synergistisch wurden. Und mein Kollege Professor Wilmes wird das dann nochmal genauer erklären. Ganz wichtig ist dabei, Sie sehen diese Zahlen, ist die Qualität der Tests. Dazu muss man sagen, dass es da sehr große Variabilitäten gibt. Hier in Luxemburg, made in Luxemburg, ist es so, dass das Wissen und die Kompetenz, aber auch die Standard Operating Procedures vorhanden waren, um das auf qualitativ hohem Niveau durchzuführen. Und da muss ich sagen, dass das Laboratoire Rhön über Jahre Kompetenz in diesem Bereich aufgebaut hat, aber auch das LIH, jetzt ohne Selbstlob, genau in diesem Gebiet schon über lange Jahre sehr viel Erfahrung hatte. Der 370.000 Individuen zu diesem Zeitpunkt, an dem diese Messung durchgeführt wurde, getestet als negativ. Und von den 370.000 negativ Getesteten wurden nach 4 Tagen nur 9 positiv getestet, also auch eine Falsch-Negativ-Rate, die nahezu gegen Null tendiert. Das heißt also, dass wir es geschafft haben, in Luxemburg eine Teststrategie aufzubauen mit Prozessen, Reagenzien und Arbeitsabläufen, die auf höchstem qualitativen Niveau sich abgespielt haben. Und das ist eine Qualität, die uns in Luxemburg hier, die wir hier etabliert haben, die uns andere Länder nicht so leicht nachmachen können. Da sind wir auch schon beim internationalen Ausblick. Large-Scale-Testing, das wurde verstanden mittlerweile, ist das Maß der Dinge. Es wird versucht, jetzt in anderen Ländern das auch aufzubauen. Es ist nicht leicht handhabbar.
in der Geschwindigkeit und in der Kapazität, wie hier in Luxemburg, auch nicht nachvollziehbar. Nicht für Frankreich, da hat man in Ile-de-France begonnen, da ist die Adherence 2,5% Participation. In Deutschland, in Bayern wurde das begonnen. Da gab es, das wissen wir mittlerweile, und ganz ohne Schadenfreude, sehr viele Probleme mit der Datenübertragung. Und wir hoffen, dass die Kollegen das sehr schnell hinkriegen werden. Und auch in China, Hongkong zum Beispiel, da geht es zwar operationell sehr gut, aber da ist die Adherence eher gering. Ich möchte daher zusammenfassen, bevor ich dann weitergebe an den Kollegen Wilmes mit einer detaillierten Analyse, dass wir in einer wirklich noch nie dagewesenen Pandemiesituation, in der in dem Augenblick, als geplant wurde, das Ganze brisant aussah, mit seiner sehr hohen Infektivität, mit einer sehr hohen Sterblichkeitsrate, dass wir es geschafft haben, mit der Bevölkerung, mit den akademischen Partnern, aber auch mit den Ministerien und der Regierung, ein innovatives Testverfahren in kürzester Zeit darzustellen. Am Anfang war die Beteiligung gering, die ist dann sehr schnell nach oben geschnellt, bis Mitte Juli. Und wir haben einen nahtlosen und fast problemfreien Prozess dargestellt, der sehr hohe Zuverlässigkeit und eine sehr hohe Qualität aufwies. Man muss auch sagen, dass alle beteiligten Organisationen, Institute, Ministerien zusammen mit der Bevölkerung eine ja fast gelassene Routine entwickelt haben, wie mit so einer Pandemie umzugehen ist. Man geht zum Test, man lässt sich testen und wie man sieht, in dieser professionellen Gelassenheit ist es gelungen, das Pandemiegeschehen unter Kontrolle zu halten. Das heißt, in Luxemburg haben die Luxemburger es geschafft, die zweite Welle zu brechen und haben dabei auch der Welt niedrigste Sterblichkeitsrate in Covid-19-Erkrankungen auch geschaffen. Und das sind Bilder von heute. Das ist die Teststation in Machtum, die wieder völlig ausgebucht ist. Das heißt also, diese gelassene Routine, das wird auch jetzt weiterverfolgt in den Herbst hinein, bis dann hoffentlich bald eine Therapie, ein Vakzin vorhanden sein wird. Ich gebe jetzt weiter an meinen Kollegen Professor Wilmes. Mein Dank an alle. Ich glaube, der Vorstandsvorsitzende des LIH, Dr. Berz, wird hinterher noch mal dann weiter auf die verschiedenen Teilnehmer eingehen und dann auch im Namen des gesamten Teams von Research Luxemburg seinen Dank aussprechen. Ja, merci, Herr Professor Nerbers, Madame Minister, Herr Minister Leyvallegour. Ich gebe euch gerne ein paar Details in Bezug auf Donnien gehen, was man am Fungol schon aus dem Large-Scale-Testing in Bezug auf Phase 1 und dann noch das Summer-Testing, was man da gelehrt tun. Denn Herr Professor Nerbers wird euch am Fungol eine Zusammenfassung von den Zöllen gehen. Was klar ist, dass das alles nicht auf einem Dach natürlich geschieht, dass wir hatten das heute über Zeit verteilt. Und was auch wichtig ist, ist, dass am Anfang des Large-Scale-Testing, wie wir schon hören haben, der 27. Mai angefangen hat, der Test den am Anfang nicht mehr relevant in Bezug auf die zweite Welle. Und die sieht hier eine Verteilung von den einzelnen Testregimen, die heute zu Lützebüsch schon gemacht haben. Du hast den Large-Scale-Testing, ein Element sind natürlich auch noch andere Testregimen, die gemacht haben, zum Beispiel den Testing am Flughafen. Mir war dir ganz klar gesagt, als das aber der Large-Scale-Testing über die Periode, wo er gemacht hat, dazu gefordert wird, dass man viel positiver von tun. Aber was wichtig ist, und das wird den Professor Nerbert für darin ausgefordert, wir haben ja beim Large-Scale-Testing asymptomatisch assibliert. Das heißt, die keine Symptome hatten, eine Infektion aber hatten und auch am Ende waren, für den Virus weiterzugehen. Für was wissen wir, dass sie den Virus zum Teil weitergehen haben, weil wir eben auch Contact Tracing donieren haben von der Inspektion Sanitär und das ist am Fungol hier abgefordert. Das heißt, die sieht, dass primär aus dem Large-Scale-Testing über die Periode, wo gemacht wurde, dass man 17% von den positiven Fällen primär, das nennt man in der Epidemiologie den Indexfall, konnten identifizieren. Und darauf basierend, als eben der Contact Tracing gemacht ging, und die Leute,
déi positiv waren an Isolatioun ginn. Déi Leiit, déi mat denen a Kontakt waren, waren a Quarantän. A bannen der Quarantän sinn 9% vun de positiv identifizierte Rëmmenkeer op de Large-Scale-Testing zurückzuféieren. Dat heißt, summa summarum kommen wir op iwwer de Féierel vun de positive Fall iwwer die Periode, wo de Large-Scale-Testing gemacht gouf, déi op de Large-Scale-Testing zurückzuféieren sinn. Professor Nerbas hat sich für die wie gesagt, die Zölle genannt, zum Beispiel, dass man insgesamt von den Invitationen, die verschickt wurden, dass 37% von den Invitationen zu Testen gefordert wurden. Und das ist aber nicht auch in meinem Kehr gleichmäßig verteilt. Wir haben zum Beispiel gesehen, und die gesehen hat Herr Nore, mein Kerl, an den Donnien, dass hauptsächlich am Anfang von der Schulvakanz sich ganz viele Leute testen gelassen haben. Und ich komme noch ein bisschen darüber zurück, wie weit das war. Wir haben gesehen insgesamt, dass der Prozentsatz mehr oder weniger trotzdem irgendwo selber ist, bis ob eben Ausnahmen, zum Beispiel an Juli, die Woche, da gesagt haben, dass aber relativ viele Tester ausgefordert wurden, par rapport zu den Invitationen, die verschickt wurden. Und die sieht auch zum Beispiel zum Peak von den Infektionszöllen, dass den da auch gesagt, dass es uns sieht, das heißt, dass da auch viel mehr Leute sich testen gelassen haben, dass die Invitationen noch gegangen sind. Was den auch gesagt, und das hat den Professor Nerbas schon viel beschrieben, die Leute, die eine Invitation kriegen, die hatten eben 2 Wochen, für sich testen zu lassen, das heißt, es gesagt, immer ein Delay in Bezug auf die Anzahl von den Testern, die durchgeführt wurden. Mir war der ganz klar gesagt, dass eben, da trotzdem sich viele Leute am Anfang von der Sommervakanz haben Testen gelöst. Das heißt, ich tue den erstens mal den Prozentsatz von den Leuten, die der Invitation noch gegangen sind, remenke ja am Durchschnitt sind wir da bei 37%. Wir tun den aber, und da sind wir mengenisch ganz hoch verstoppt, das heißt, dass aber auch viele Leute, die dann eben den Rendezvous sich gemacht haben, basierend auf der Invitation, dass den allergrößten Teil von denen effektiv dann sich auch testen hat gelöst. Das heißt, ich sehe heute, dass wir 95% von den Leuten, die eben der Invitation gegangen sind, sich Rendezvous geholt haben, dass die auch getestet wurden. Und ich sehe ganz klar, an den Professor Nerbas wird wieder ein Zoll genannt, das heißt, wir hatten am Anfang von der Schulvakanz hatten wir eben bis zu 16.000 Tester, die pro Tag gemacht wurden, was darüber zurückzuführen ist, dass in dem Moment Lützeburg als Risikogebiet deklariert war, hauptsächlich von Deutschland, und dass ihn zum Beispiel für in Deutschland anzureisen, wo die müssen ein negatives Testresultat verbannend an der 40 Stunden haben. Und wir haben ganz klar gesehen, dass in dem Moment viel mehr Leute ihre Invitation gegangen sind. Also das sieht ihr eben an dem heutigen Balkengrafik um den 16. 17. Juli. Was den aber auch lo muss so sein, als dass wir über den Sommer eben das Sommertesting hatten und dass wir da nicht mehr so viele Tester hatten, um die 5.000 pro Tag. Dass man aber lo, wenn man eben bannend der Rentrée eben auch den Seniors und Schülern nach ein KU geschrieben haben, und wir gesehen bannend in den letzten Pudisch, dass Römerkeier tun soll von der Rendezvous, was der Römerkeier basierend auf der Adherenz von 95%, sich Römerkeier wird an Bezug auf Testresultate auch manifestieren. Die Dunzel von den Tester, die gesehen hat, den 11. September, dass man da so wie auch haut bei die 10.000 Rendezvous sind. So, die gesehen am Fungehol, dass das insgesamt ganz gut funktioniert hat. Die Leute haben es verstanden, für eben hier Rendezvous zu machen und sind dann auch auf Teststationen gekommen, für sich testen zu lassen. Denn Professor Nerbas hat wiederum ein bisschen ausgemalt, wie wir eben zur Strategie kommen sind und wie ein Sektor immer ist, dass sie Player tun vis-à-vis von anderen. Dabei muss ich sagen, obwohl wir verschiedene Sektoren mehr Player tun wie andere, als aber jeder Einzelne heute zu Lützeburg als Resident angeschrieben gehen, sowie auch die Frontalien. Und wir hatten als ganz am Anfang die Strategie gehen, für am Fonds geholt, so gut wie möglich
ganz frühzeitig Infektionsketten können zu zerbrechen, etwa im Kontext von der Strategie, die wir damals Proaktivmitigation genannt haben. Aber für das so etwas richtig funktioniert, muss ich verstehen, wie den Virus spannend der Bevölkerung eben ausbreitet. Und da ist es ganz klar, basierend auf unseren Modellierungen, dass man klar gesehen haben, dass das heute eine Pandemie ist, die lebt hauptsächlich über soziale Kontakte. Und wir haben uns in dem Moment müssen auch gucken, spannend der Bevölkerung, was sind die Leute, die zum Beispiel am Bezug auf ihr Arbeit, die mehr Kontakt haben mit anderen. Und das ist klar, dass es da eben große Unterschiede gibt. Das heißt, wir haben uns an erster Linie, und das werde ich hier nur als Kategorie in bezeichnen, wir haben uns hauptsächlich auf die bezogen, die viel Kontakt mit anderen haben. Das heißt, die ein hohes Risiko für erstens mal die Infektion zu kriegen, den Virus überdrohen zu kriegen. Und dann zweitens, die auch dementsprechend dann viel mehr ein hohes Risiko für weiterzugehen. Aber für wen ist das relevant? Das ist relevant, weil wir auch schon ganz früh in Bezug auf die Verbreitung von diesem Virus gelehrt haben, dass ein Superspreader ein absolut elementar, essentielles Konzept ist, für zu verstehen, wie eben es so ist, dass in Bezug auf eine Person, wie die dazu kann, wie die responsabel kann sein, für das viel andere sich angestochen. Das heißt, hauptsächlich an den ziblierten Sektoren, die ich beschrieben habe, wo eben eine Person viel Kontakt mit anderen hat, gerade da ist es wichtig, für Superspreader sozusagen ganz frühzeitig zu detektieren und dann auch die eben zu isolieren, hier Kontakte nur zu verfolgen, für da eben ganz klar Infektionskette können zu zerbrechen. Und das am Fungal mit den Konzepten, dass wir eben die Kategorisierung gemacht haben. Wir haben eben an der Kategorie 1, das ist zum Beispiel alle die Leute, die am Gesundheitssektor aktiv sind. Es waren aber auch die Momente, und ich werde darüber zurückkommen, zum Beispiel auch die Abdikter, weil wir da gesehen hatten, dass die eine relativ hohe Prävalenz hatten, am Bezug auf die Erstwelle. Das heißt, das sind zum Beispiel Sektoren, da haben wir auch Polis dran, und auch also Leute, die an kritischen Infrastrukturen schaffen. Und die haben wir dann alle zwei Wochen evitiert. An der Kategorie 2 hatten wir dann Leute aus Sektoren, die noch nicht unbedingt immens viel Kontakte hatten. Mit den Sektoren haben wir auch, dadurch, dass wir da repräsentativ Gruppen definiert haben, da haben wir ein gewisses Monitoring, bannend den Sektoren können garantieren. Und ich komme darüber zurück, dass wir an Sektoren, wo wir nicht unbedingt eine hohe Prävalenz erwartet hatten, dass wir die aber gesehen haben. Und wir konnten dementsprechend auch da schnell reagieren und zum Beispiel ganz Sektoren, ganz Arbeitssektoren halt zu Lützebüsch durchtesten. Wir bannen den repräsentative Gruppen, die sind zum Beispiel entweder einkehren oder mehrkehren evitiert gehen, für eben den Monitoring zu garantieren, mit auch zu gucken, ob einzelne an spezifische Betriebe zum Beispiel, ob es da ein Problem gibt. Und dann haben wir Kategorie 3, das ist am Fungal die allgemeine Population, und da haben wir dann just eine Evitation rausgeschickt. Mir wird wichtig, dass das heute Konzept nicht mehr richtig können greifen und funktionieren, weil die als Einzelnen eine Evitation kriegt, der ich hoffe, dass er nur gegangen ist, für euch testen zu lassen, mit dabei auch, also nicht nur, dass die als Einzelnen hat können getestet gehen, mit dass Leute rundherum ist, wo können getestet gehen. Aber weil wir wissen, dass das heute eben hauptsächlich über soziale Kontakte lebt, also eben so essentiell gewesen, dass man dadurch, dass man breit gefächert getestet haben, dass man sozusagen ein Netz über die ganze Population konnte lehren, weil das erlaubt wird, für ganz frühzeitig eben eine Überdrohung vom Virus zu detektieren und dann auch schnellstmöglich durch das Contact Tracing hauptsächlich die Leute können isolieren, sowie in Quarantäne gehen und dadurch konnte man ganz konsequent Infektionsketten zerbrechen, was eben am Kontext von der zweiten Welle sich hier auch als richtig und wichtig manifestiert. Schon ist gesagt, dass wir eben basierend auf den einzelnen Arbeitssektoren, ob wir die als Kategorie 1 oder 2 eben definiert haben, dass wir die
mehr oder minder oft invitiert tun an das Gesieder hier, basierend auf wie oft Personen an einzelne Sektoren invitiert dürfen, das am Blauen, und dann an den nächsten Sektoren, wie viele Leute sich dann effektiv testen gelöst sind. Und ihr seht, dass das nicht gleichmäßig verteilt ist, dass das schon sektorspezifisch Unterschiede hat. Was ganz wichtig ist, zu verstehen, hauptsächlich nur im Kontext von der Phase 2 vom Large-Scale-Testing. Weil in der Logik seid, wo in da vielleicht eine Diskrepanz wird, dass in da vielleicht mehr proaktiv versucht, die Leute mit und Tanz zu holen, für das sie sich testen lassen. Hauptsächlich, weil es aber Sektoren auch da gibt, wo die Leute viel Kontakte mit anderen haben, und wir wollen hier bei Leuten nicht an einen Drittwelt rutschen. Dementsprechend sind es heute wichtige Stunden, wo ihr dann in Zukunft auch viel mehr sibliert K4 gehen. Es ist aber auch so, dass die Inzidenz oder die Prävalenz, das heißt, dass der Prozentsatz von Leuten, die eben positiv sind, bei den einzelnen Sektoren, dass das auch nicht gleichmäßig ist. Das heißt, die sieht auch hier mit den einzelnen Balken, dass den aber Sektoren hat, wo ein mehr eine höhere Prävalenz wird, vis-à-vis von anderen. Und rumänkehrt, das ist etwas, was wichtig ist an Information, für dann den du auch noch in Zukunft viel mehr sibliert, Lokak 4 gehen. Dafür ist pure Beispiele halt zu bringen in Bezug auf verschiedene Sektoren, wo man zum Beispiel eine hohe Frequenz hatte vom Testen, wo eben die Leute alle 2 Wochen invitiert gehen. Das ist zum Beispiel den Horeca-Sektor und das ist aber auch Gesundheitswesen. Du siehst da, dass Leute mehr oder minder der Invitation nachgegangen sind. Und wir hatten auch an der Kategorie eben wie gesagt, der Optik da und auch Polis. Weil wir wussten, die hatten viel Kontakte und hauptsächlich bei den Optik, da hat man gesehen, dass die eine relativ hohe Prävalenz hatte, bannend der erste Welle. Wir waren dann da gesagt, über die Periode vom Large-Scale-Testing, und das ist interessant, dass das eben positiv fällt, sich eben zum Beispiel am Horeca-Bereich sowie auch am Gesundheitsbereich manifestiert. Und wir zum Beispiel in der Optik, da hat man keinen Fall, und dann bei der Police waren es da auch ganz wenig. Das heißt, die sieht da, wie man den Monitoring eben konnte garantieren pro Sektor, und das heute sind manche Informationen, die absolut wichtig sind, weil wir geben da von einer ausgehen, dann in zum Beispiel Police, nun nicht mehr mit der Frequenz misstesten. Es soll den natürlich nur gewisse Monitoring garantieren. Mit dem da kann die Testkapazität, die für Phase 2 zur Verfügung steht, viel mehr sibliert ersetzen. Hier ist ein Beispiel nach, wo wir einen Sektor hatten, wo wir nicht unbedingt davon ausgegangen sind, dass den du viele Infektionsketten hat, basierend auf den Kontakten, da das der Bau. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel in Bezug auf die Erstwelle wir eine relativ niedrige Prävalenz hatten am Bau par rapport zu anderen Sektoren. Mir wird sich dann manifestiert, für die Zeit auch basierend auf dem Large-Scale-Testing an anderen Informationen, als dass den aber da hauptsächlich in Bezug gesehen hat, ob die Zweitwelle gesehen hat, dass Prävalenz am Bau aber ob eben Q mehr hoch war wie an anderen Sektoren. Und das ist auch da, wo wir dann eben wie das der Bau zwar in der Kategorie 2 war, das heißt, das war noch nicht für uns, dass wir mit einer höheren Frequenz hat müssen getestet gehen, aber wir konnten ganz schnell reagieren und haben zum Beispiel für den Bau in der Residenz auf EQ 20.000 Invitationen können verschicken, für eben genau die positiven Fälle können zu identifizieren und konsequent Infektionsketten zerbrechen. Was da noch da vielleicht auf 40 hier, wenn das am Kontext vom Bau ist, eben, dass man auch da ein Voucher-System angefordert tun. Und das hauptsächlich Lohn im Congé Kollektiv, wo da jeder in Römerke die Möglichkeit hat, an dem Sektor für sich testen zu lassen. Und hier sieht man ein bisschen die Evolution, auch hauptsächlich in Bezug auf die Anzahl von den Tester und dann eben, wie sich das auch in Bezug auf Prävalenz bemerkbar ist, die Sicherheit, dass man eben auch am Bau eben auch am Juli und August relativ viel Fall hatten. Und das ist eben eine Information, die immer für die Phase 2 wird wichtig sind, weil du also so, dass den nur davon aus müsst gehen, dass den eben der Bau aber als mehr hohe Risikosektor müsst bewerten und du auch dann mehr
regelmäßig testen. Ein anderes Beispiel, das am Fungel das letzte Beispiel, was ich wollte weisen, ist, dass man natürlich auch eine Regionaldimension hatten. Die hat gesehen, dass man hauptsächlich am Kanton erschuldigt, dass man da eine relativ hohe Prävalenz hatten von Mitte Juli, Ende Juli bis Anfang August und ran, pardon, an da das auch ein Kehr durchgestaltet, das heißt, ihr seht, dass eben an den Südwestgemengen in einer mehr hohe Prävalenz hat, und wir konnten darum ein Kehr ganz schnell agieren, an hun eben viel mehr bläert, dem Moment, das war den 19. Juli, von da uns, dass wir eben die viel mehr konsequent getestet haben, die Gemengen eben am Kanton Erschwilzig. Und das ist am Fungol Heidur gestalten. Professor Nierbass hat viel darüber beschrieben, wie das Netz, was man am Fungol über die Bevölkerung gelöst hat, wie das viel mehr engmaschig konnte gemacht werden oder mehr breitmaschig. Und hier ist ein ganz klares Beispiel, wo man eben regional ganz engmaschig Netz konnten sehen, und wo wir uns da drauf basiert haben, als dass man nicht jeden Einzelnen da angeschrieben haben, mit einer ganz anderen wichtigen Dimension, was man gelehrt haben, als dass die Überdrohung vom Virus binnen dem Haushalt stattfindet. Das haben wir auch im Kontext von unserer Etude über die Schule gesehen, dass zum Beispiel die 40% von den positiven Fällen, dass das auf Überdrohungen binnen dem Haushalt zurückzuführen ist. Und das ist immer hier wieder gespiegelt in Bezug auf die Grafik. Das heißt, ihr seht, was die Anzahl von den Leuten im Haushalt zuhält, was aber auch die Anzahl von den Positiven an dem Haushalt zuhält. Das heißt, den Haushalt als eine ganz wichtige Dimension für eben auch man kann ja regional viel mehr zibliert zu testen, und das auch genau das, was wir so gemacht haben in Bezug auf Südwestgemengen. Das bringt mich an den Ende von dem Teil, was ich wollte, ich mal auf den Weg gehen. Also, just für heute kurz zusammenzufassen: Also, jeder Resident und jeder Frontalier hat zu Lützeburg hat am meist eine Invitation gekriegt, für sich eben testen zu lassen über die letzten 3,5 Monate von der Phase 1 vom Large-Scale-Testing. Wir hatten 307.751 Residenten, die mitgemacht haben, zu der Partizipation von länger 40%, das war enorm gut aus. Wir hatten an Bezug auf unsere Modellierungen sind wir davon ausgegangen, dass wir einen Tor bräuchten von ungefähr 40%, das ist mit Leuten drüber, und wir sehen ja auch an Bezug auf die Andämmung hier zu Lützeburg, an Bezug auf die zweite Welle, dass das auch funktioniert hat, die Proaktivmitigation. Und dann haben wir insgesamt ja 560.082 Tester durchgeführt. War den auch ganz klar gesagt, davon war zu Deals auszugehen, mir schon ein paar Exzeptionen genannt, wo das nicht unbedingt der Fall war. Das ist mir gut gesehen, dass Positivität von Sektor zu Sektor aber anders, dass das andere auch eben regional unterschiedlich geht. Ja, zur Konklusion nach, dass eben mehr wie ein Viertel von der positiven Fall über die Dürre vom LST eben ob den LST entweder direkt oder indirekt zurückzuführen sind. Und das eben an dem Kontext, wo den LST mit Contact Tracing wirklich gegraft wird, wenn man sich nur die zweite Fall anguckt. Und dann, ja, der letzte Punkt, das ist natürlich, ich meine, der wichtigste für heute in Bezug auf die Relief. Und das eben, dass wir extrem viel gelehrt haben über die Phase 1 vom Large-Scale-Testing. Und das sind Erfahrungswerte, die wir natürlich international teilen, mit denen eben auch für die nächste Phase zu Lützburg absolut essentiell sind. So, dummer, da gebe ich euch vielmals Merci so. Ich gebe euch eine Bildweise vom Sonnenuntergang über der Teststation zu Jung-Lenz, da an natürlich nur all Sonnenuntergang, also Sonnenabgang, und das wird natürlich laut Vers 2 sein. Und der Professor Nierbass hat ich Fedro schon beschrieben, dass man eben Chance hatte für ganz hochkarätisch, gebe ich so, internationale Experten zu gewinnen für den Strategic Advisory Board. Und wir haben noch die Chance, dass von denen
ein ganz rutschten de Mëttech beiessen, also nicht nur physisch, mehr über die elektronischen Meuern, die man so gut kennengelernt haben. Und ich gebe Ihnen noch vielmals, vielmals merci, so ein Ranke von unserer Seite. Sie haben uns die richtigen Impulse zur richtigen Zeit gehen, für eben die richtige Approche zu wählen. Und das eben an dem heutigen Kontext, dass wir auch die Chance haben, dass den Mark Lipsitch über das Weekend ein Video konnte abholen, der Mark Lipsitch als Professor für Epidemiologie zu Harvard. Und ich gebe dem Mark dann das Wort überlassen. I'd like to thank the government of Luxembourg, Research Luxembourg, and all the partners in phase one of the large-scale testing program for the opportunity to serve on the scientific advisory board. I accepted Dr. Wilms' invitation to join this advisory board in late April because I was interested to see how a small but well-resourced country with outsized expertise for its population in the area of infectious disease epidemiology would build its response to the COVID-19 pandemic. As I had imagined, and sadly in contrast to my own country, the response has been, as I have seen from a distance, aggressive, innovative, science-driven, well-coordinated, and very importantly, supported by a large-scale testing program that provides not only a clear sense of the state of the pandemic, but a basis for targeted control activities and for reopening in a way that is aware of the risks, monitoring the various sectors for outbreaks in a targeted fashion, and also facilitates the other control activities, such as contact tracing, which can be effective exactly under the circumstances that obtained in Luxembourg. That is, contact tracing and associated activities work best in an epidemic that is also being controlled by a suite of other interventions, wide-scale testing so that a large fraction of cases are identified, and rapid results so that control measures directed at infected individuals and their contacts can be quickly put in place. Countries that have been successful in their control measures, from New Zealand to Germany, from Korea and Singapore to Senegal and Rwanda, share these priorities of rapid, widely available testing and the ability to act quickly on the results. It was an honor to watch and occasionally make suggestions as this activity was built up. And as phase two begins, as the seasons change and reopening continues, there will be new challenges. The testing program is a strong basis to meet those challenges. It will be critical to maintain the science-based approach, to continue research as well as control measures in order to maximize the efficiency and effectiveness of those control measures, and to maintain public support for the important activities of the testing program and the broader control effort. Thank you again for the opportunity to serve on the Scientific Advisory Board. Okay, ich gebe dann danke dem Mark Lipsitch vielmals merci so und hin hört sich über das Weekend eben auch als ganz Dokumentation angeguckt, basierend ob der hier eben diesen Statement aufgehen hört. Dann tun wir dafür schon um anderen Friedmisch zu beginnen und Madame Minister. Merci. Entschuldigt. Ich meine, dass schon ganz viel gesucht gehen an, also vom scientifischen Standpunkt. Vielen Dank, merci, euch zu hören. Ich meine, das hat ganz, ganz gut gemacht. Und auch den Drive gehabt, für das umzusetzen. Ich habe einen kleinen Speech auf Französisch vorbereitet. Ich habe gesehen, dass ich da in Lützburg bin, dann probieren wir das so zu machen. Ich finde am Anfang just zwei Urleihen. Am Anfang eine kleine Historik, das ist aber trotzdem interessant für den Background zu wissen, wie man das Konfinement, das Firmenkonfinement am März als Präsident, und ich habe am Professor Nerbas telefoniert hat. Was machen wir lo? Wir sind, ich war am Gang Spidol umzubauen. Hier so, ja, wir müssen das als Rechercheinstitut machen. Wir können hier nicht nichts machen. Nun mal geguckt, was man dann die Best und die Best in Class, das war ganz klar, dass sie hatten. Die haben getestet, die haben schon Masken genug, oder wie man gesagt hat, für was machen die das? Die haben ja, Tracing gehabt, die haben viel getestet und dann noch konsequent Leute isoliert. Und so durch zum Ulf, Ulf, du warst in Korea, du warst ja, der Professor Nerbas war ja vom Institut Pasteur Korea, wenn die über 10 Jahre, das Demos du, wo die ganze Testkapazität herkommt, guck mal, ob du als kannst Test erfahren und am besten so viel wie möglich. Dann zwei Dich drauf, Schwarzmacher, hat schon eine halbe Million Tests erfahren.
Moment man den nicht benutzt, weil man dann bessere Produkte zu Lützburg fand, mit der ich bist, also Richtung Korea gegangen. Und so eine schöne andere Idee, komm, wir testen ganz Land. Und der Rest kann da, tun nicht, das Gouvernement das Budget von 30 Millionen nur vertraut. Vielmals merci für das Vertrauen, wenn ich als Gouvernement und auch als Ministerin, sowohl als der Sante wie in der Recherche publik. Und der Rest schon mal erklärt gut. Dafür will ich auch noch ein großes Merci sagen. Ich meine, ich habe ein ganz Löscht gemacht und ich kann just Leute vergessen, Merci zu sagen. Ich wollte auch dem Minister Merci sagen. Ich habe ein Kehr für die Madame Minister ein ganz kleines Souvenir. In den schweren Zeiten, ich meine, aber noch für den Minister selber auch noch ein ganz kleines Souvenir und das Zeiten, diese Fleisch und pro Jahr mit einem kleinen Lächeln können nur gucken. Ich meine, heute zu viel Energie kostet. Das sind ganz originelle schwaffende Farben. Das kann ich nur genderbezogen betrachten, kann ich parteipolitisch betrachten. Mir im Endeffekt wird die Person, die da gepackt hat, die zwei Farben gemacht hat. Voilà. Voilà. Also ganz groß, merci, ganz Research Luxemburg. Und halt leider Melli Hasch, diese starre Nürst, du bewegst du, für das möglich zu machen. Besonders hat mein Herz, weil es hat auch wichtig gewesen, dass wir private Partner von tun, am Laboratorium nie an einer Mekolog, die können auf den Handschlag Last vor einem Jahr von zwei Wochen den Kontrakt ausgehandelt und auch das Konzept abgestellt. Das ist wirklich eine schwierige Sache, weil für die Envergure, die Tat. Und ich meine, wir haben den 5. April angefangen, wir haben den 13. April haben wir dem Minister geschrieben, hier ist das Projekt fissiert. Und ich meine, das ist wirklich just ein Land wie Lützburg, möglich. Also ein ganz, ganz großes Merci für Ihnen. Ich hoffe, es gefällt dir. Ja? Ja, guten Mittag, alle guten. Hier auch von mir auch natürlich ein ganz großes Merci, dass eine Etappe auf einem Weg. Ich gebe mich mehr frei, weil man den Aufschluss halt feiern, weil das Thema ist seriös. Aber wir sind auch nicht dadurch. Allerdings bin ich zuversichtlich, dass man von der ersten Phase an die zweite Phase übergehen, dass da der fließende Übergang wird gehen. Wir werden auch weiterhin zusammen schaffen. Ich bin ganz froh, dass ein Zuso kommt. Für auch an der zweiten Phase von diesem Projekt wirklich auch begleitet zu geben von unserer Lützburger Forschung. Ich gebe aufhängen auch direkt mal einen ganz großen Merci und als Partner und den LIH, den das heute ausgehört hat zu machen. Ich meine, das ist ein ganz ambitiöses Projekt gewesen, zusammen mit der Taskforce, wo es letzte Jahr Forschung gewesen hat, für wer sie steht, für schnell, flexibel können sie handeln. Schon hier in Aggressivität, als es auch gespingelt ging, selbst wenn das letzte Jahr nicht so familiär ist, wenn wir aggressiv wären, dann wäre es höchstens vis-à-vis vom Virus, in den hat das wunderbar, fließend, kollegial geklappt und dann das etwas, was als Land ausmischt, dass das, was als Heige Hollowood auch ganz schnell noch durchkommen, eine Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Sektor, zwischen der Forschung, mit der Privatwirtschaft, mit einem Laboratorium, die mit seinen Zutreten und eine remarkable Charge überholt, da schnell auf Bein gekriegt hat. Und natürlich auch nicht zu vergessen, alle Guten als Bürger und Bürgerinnen, die schon das Schiff verloren haben, 560.000 Tester, die gemacht gehen, muss ich feststellen, dass nicht das Angenehmste für all die, die in Handel zu schulden, das wird immer alle Gute sind mittlerweile, dass das auch ein ganz großen Erfolg, den jeder Vereinzelte gemacht hat, für wirklich am Sinn von dem Projekt, von der Forschung, von unserem Land, mit Deal zu holen, weil der wir nicht vergessen, dieses Projekt, die kennzeichnen sich dadurch aus, dass die Leute, die das gemacht haben, am Anfang gut krank wurden, war nicht wirklich eine Ursache am Anfang. Und parallel sind natürlich all die Leute immer getestet gehen, die Symptome hatten, die auf Covid gedeiht haben mit dem heutigen Projekt. Das sind wirklich Leute, die sich freiwillig dem Exerzis hingehen haben, die wirklich den Test machen gegangen sind, die sich die Zeit dafür geholt haben. Und dank ihrer Kontribution haben wir heute wirklich ein großes Volumen und Daten, die wir können auswerten, die als Remeng nur als Vorsprung gehen auf andere Länder. Wir sind mit unserer Strategie auch an Bedrängnis gekommen, wo der Wand, dass wir rausgehen, nur für eine Zeit, wo es geherrscht wird, ja, Lützburg hat so viele positive Fälle, dass das nicht gut ist. Wir sind als Risikogebiet klassiert gehen. Und wir sind auch da immens froh, wir können auch an diesen Zeiten Abschied für ihn zu zählen,
Das war nicht einfach, weil wir, wie gesagt, wir haben auch standgehalten und uns gegräbt und die Strategie weitergefeiert. Und ich meine, wenn der Haut alle guten Aktualität guckt, da gesagt denen, dass man nicht so falsch luchen. Das wird mir ganz frei gemacht und ganz schnell, aber als Lützeburg ja da weiß, das fängt die anderen die Lösung noch zu machen. Tracing haben wir ganz frei ordnet, das darf auch abgefuhren, Testkapazität war remarkabel, einzigartig weltweit am Anfang. Und heute meine ich, also einfach gut mehr umstritten, dass das der Weg ist, den ich noch muss gehen, dass das einzig, was wir können machen, wirklich oder 100 bleiben, dem Virus auf der Ferse bleiben, viel schnell zu verstehen, wie sich bewegt, wie es weitergeht von den Mengen auf den Männern, wo noch präsent ist an unserem Land. Wir haben eine immens gute Vue gekriegt über die erste Phase, wo wir ganz breit gucken gegangen sind und dadurch konnte verstehen, wie es geschehen bei unserem Terrain ist. Und das wird uns auch wirklich auf die Basis gehen, wir an der zweiten Phase können gezielt aufgrund von den Erkenntnissen, die wir gekriegt haben durch die erste Phase, auch weiterhin als Zeit, die ich hoffentlich dann so kurz wie möglich wird, können gesehen einkehren. Ich hoffe, dass wir an Apulmentaille nicht müssen ein dritte Phase aufhängen, wie wirklich mit der zweiten Phase dann auch die Episode an unserem Land eventuell können aufschließen. Wir hatten eine Sommerstrategie dazwischen, die auch schon gewesen hat, wie flexibel wir können sehen. Wir sehen durch die Resultate vom Large-Scale-Testing, generell von unseren Testern, die wir gemacht haben, auf welchen Sektoren der Virus präsent ist, wo er mehr präsent ist, dass die Sachen, die einfach so nicht kann wissen, dafür muss ich schon gucken gehen, für das zu holen. Und das wird uns dann an dieser Phase vom Sommer schon erlaubt, wirklich ganz gezielt für zu gehen und zu antizipieren. So, voilà, was haben wir hier raus gelehrt, wie stellen wir uns ab für die nächste Woche, für die nächste Monat? Und so wird das auch in der zweiten Phase weitergehen. Wir werden das, was wir gelehrt haben, abfließen lassen, im Sinne von einer effizienteren Leute gegen das Virus für uns Kapazität noch intelligent anzusetzen, für sie da anzusetzen, wo wir sie brauchen. Das heißt, ein Teil wird weiterhin darauf verwehrt gehen, eine generelle Wut zu behalten auf die Bevölkerung. Mit Donierft wird man natürlich auch die Sektoren, wo wir wissen, dass die Leute, die da schaffen, eben mehr an Gefahr sind, das Virus weiterzugeben, weil sie mit Vulnerablen zusammen sind, weil sie viel soziale Kontakte haben, wo wir wissen, dass das eben der kritische Moment ist, dass wir da verstärkt können testen. Wir werden auch können ganz stark ein bisschen wie mit einem Pompier, denke ich, an den Ersatz gehen, durch die Kapazitäten, die man irgendwo etwas gesehen hat, aufflammt, dass ein Sickerbrand direkt am Keim kann ersticken und eben nicht muss aufwerten, bis in das ganze Ausmaß vom Desaster gesagt. Wir kriegen da schon einen ganz schnellen Anblick an, ob die dort in Erde weiß, sind ich auch überzeugt, dass wir los können, den Preis von der Krise, die man muss bezahlen, so niedrig wie möglich halten. Das ist als Ziel, so viel wie möglich Normalität. Dafür investieren wir an den heutigen Projekt auch weiterhin mit Leben drin. Das wird man als begleitende Mesur holen für wirklich den Preis, den alle Einzelnen aber muss bezahlen. Und der Preis, der ist das, wenn ich getraced bin, dass ich mich ein bisschen zurückziehen muss. Dass wir auch den Löser so niedrig wie möglich können halten durch die Erkenntnisse, die wir kriegen. Ich gebe wirklich gerne an der Streiche, mit einem immensen wertvollen Reservoir und Informationen, die wir hier am Gange sind, auszuwerten an allen Hinsichten. Dass nicht nur wissen, wo der Virus ist, sondern auch wie würden sich überdrohen. Für du wirklich können die neuesten Erkenntnisse mit abfließen zu lassen. Und ich kann dich auf jeden Fall haut versichern, dass alle Erkenntnisse, die wir kriegen, und dafür sind wir auch froh, für weiterhin auf die Zusammenarbeit können zu zählen, dass wir die so schnell wie möglich werden abfließen lassen, das im Sinne von einem Enkadrement, den so man wie möglich invasiv wird sind, an eben so viel wie möglich Normalität soll können zulassen. Dass das undreift mit dem Projekt und dass dafür, wo wir auch wirklich viel Moyen darauf setzen, ist in jeden Fall zuversichtlich haut, dass wir dort dem richtigen Weg sind und dass wir auch da richtig gedauert haben, weiter noch ein dran zu investieren für die nächsten Monate, saisonal und eben noch mal Sachen, wo wir vielleicht nicht nur mal rechnen, wo wir eben durch den Test können gesehen, ganz schnell und flexibel können auch weiterhin zu intervenieren. Den Detail von der zweiten Phase, den werden wir voraussichtlich am 24. September präsentieren. Wir sind auch an der Auswertung. Wenn der Herr den Avant-Goût kriegt, wer das bedeutet, wenn wir auf den Daten schaffen, an dem, was wir gemacht haben, im Bereich von der Education, wo wir wirklich Tranträge konnten, so gut wie möglich präparieren, aufgrund von allem, was als Daten uns gelehrt haben. Aber die Arbeit, die sind auch auf vollen Touren am Gangen. Wir sind am Gangen, alles, was wir zusammengekriegt haben, wirklich an allen Hinsichten zu belichten, zusammen mit der Forschung, mit unseren Experten aus der Santé.
Und das wird uns dann auf die richtige Piste setzen, für auch die richtigen Akzente an der zweiten Phase können weiterhin zu setzen. So, ich freue mich, den Heimat gemacht hat, ganz, ganz große Merci an encouragierende Leute auch an Zukunft sich testen zu lassen. Es ist nicht so schlimm für die, die noch nicht da waren. Ich meine, mittlerweile wird die Freund handelt sich, das hilft auch, die dramatisieren. Das wird hier wirklich das Hüchse gemacht, das ist eine remarkable Solidarität für einen ganz großen Merci an die Freund. Ich hatte eine Frage, gerade bei dem Partizipationstor von der Police an, was Madame Lena hat mal in einem Quotidien gesagt hat, auch bei den Enseignern, nicht ganz heisst, ob der Staat als Employer da aber nicht vielleicht dann mehr scharf könnte, als die Teile sich testen zu lassen als Employer. Oder eben dann eben, was ja auch in der zweiten Phase viel gesehen hast, mit mobilen Equipen, vielleicht dann auch da das zu vereinfachen. Sozusagen von einer von den Kategorien, die da auch geschwärzt hat. Also, ich meine, wir hatten von Anfang an, wo wir die Lastkill-Teste geschwärzt und die Regierung dezidiert, dass das freiwillig Tester sind für Jüderien. Und ich meine, so wie nicht bei einer Privatunternehmen so, du musst dich testen lassen, kann der Staat als Partner auch nicht so, du musst dich testen lassen, weil aber natürlich nicht heißt, dass du sensibilisiert wird, wir hätten für die Kampagne, die nur noch zum Aufschluss kommt, 400 Entree, alle Enseigner nicht nehmen, invitiert, über die Invitation, die ich kriege, bin ganz klar auch noch ein Kehr, die Enseigner und die Eltern von all den, der konzernierten Schüler über eine Zweitkommunikation erklärt, für was das wichtig ist, dass sie sich selber protegieren, dass sie Kollegen an der Schule protegieren, Schüler, Enseigner und Schüler, Schüler dann den Enseigner dann mit dem noch sein direkt soziales Umfeld, da protegiert, das ist ganz klar. Und die Analyse ist aber auch, dass es wahrscheinlich mehr einfach geht, zum Beispiel mit, wie dafür gesagt, einer mobilen Teststation gehen, auf Platz 4, das dann aber auch, von der Stadt aus der Schule auf die gucken, für Situationen, wo ich ganz schnell mal eine ganze Schulkommunität misstesten, losen, für zu merken, dass du nicht aber mehr nach der Hand hat, wie das, was wir bisher festgestellt haben. Wir hatten zum Beispiel 400 größere Vakanz, so eine Situation in einer Grundschule, wo gesagt wird, du willst mal mehr wissen und du hast auch Schülerin dann getestet gehen, dann hast du noch an den Test gegangen, aber dann an der Labor an der Gegend oder an einer Teststation an der Gegend. Und das hilft sicherlich, wenn du eine Mobilteststation an der Schule könnt, für auch Partizipation und Schnelligkeit vom Testen einfach noch ein Europ zu setzen. Aber generell, ich kann nicht, auch nicht als Patron sagen, so, du musst dich testen gehen lassen. Mit denen aber immer im Klo möchte und immer in Bedeutung davon streichen und dann natürlich die kommunikativ Möglichkeiten, die man haben, so gut wie möglich so nutzen, da das geschieht und meine soll auch in Zukunft geschehen. Sonst noch ein froh, wenn das nicht der Fall ist, da gebe ich euch vielmals Merci so und auch der Presse Merci so für die Begleitung von diesem Projekt. Weil natürlich ohne, dass bei so einer Innovation nur draußen erklärt wird, wer das und für wer das gemerkt wird. Aber was den Einzelnen dazu kann beitragen und was das Team auch bringt, wird die Partizipation nicht so hoch gewesen, weil sie final immer aber hoch wäre. Und ich denke, dass das auch zum guten Teil der Merit von der Presse ist, die über dieses Projekt rapportiert wird. Vielen Dank.